Im Thriller Love Lies Bleeding verliebt sich Fitnessstudio-Managerin Lou unsterblich in Bodybuilderin Jackie. What were you doing with that big girl? Zunächst scheint der Romanze nichts im Wege zu stehen, doch dann lernt Jackie Lou's stark kriminelle Familie kennen, die sich schon bald gegen die Turteltäubchen wendet. Und umgekehrt. A bit more powerful than a punch. Fuck yeah. Call me when it's done. What is this place? Huh? You don't understand. Während Jackie von Katie O'Brien gespielt wird, schlüpft der ehemalige Twilight-Star Christian Stewart in die Rolle von Lou. Wir haben die 34-jährige Schauspielerin im Rahmen der diesjährigen Berlinale persönlich zum Interview getroffen. Da die Kalifornierin schon als kleines Mädchen vor der Kamera stand, wollten wir wissen, ob sie eigentlich heute die Frau ist, die sie immer werden wollte. Yes, and that is very lucky. Glücklicherweise bin ich das. Aber jeder begibt sich früher oder später auf einen Selbstfindungstrip. Wir verändern uns jeden Tag aufs Neue und entwickeln uns. Ich muss immer noch eine Menge über mich lernen. Die Selbstfindungssuche ist also bei weitem noch nicht abgeschlossen. No, I have a lot more to do, say, figure out. I'm barely there. Auch Love Lies Bleeding handelt von Selbstfindung, aber auch von Liebe, Sehnsucht, Verrat und Rache und wurde zudem von A24 produziert, einem Studio, das für Qualität steht. Und genau das spürt man auch in diesem beeindruckenden Werk von Regisseurin Rose Glass, welches mit spannenden Actionszenen und einer nervenaufreibenden Story aufwartet.